Ja, liebe Museumsfreunde, liebe Kulturinteressierte, ich darf Sie heute ganz herzlich wieder einmal im Wernigeröder Harzmuseum begrüßen. Vielleicht haben einige von Ihnen schon das erste Video gesehen. Und zwar möchte ich Ihnen heute einen weiteren Einblick geben in unsere neue geplante Sonderausstellung über den Maler Albert Schöpfwinkel. Albert Schöpfwinkel ist nicht ganz so bekannt wie der ein oder andere Künstler aus seiner Zeit, aber er lohnt sich, entdeckt zu werden, denken wir. Und wir haben für diese Ausstellung, die jetzt gerade im Entstehen begriffen ist, die wir gerade aufbauen, auch eine ganze Reihe von Kunstwerken und anderen Objekten zusammengeholt und zusammengetragen, vor allem Leihgaben von privaten Eigentümern, vor allem auch vom Urenkel Albert Schöpfwinkels, der eben in Wernigerode lebt und uns diese Kunstschätze überlassen hat. Aber heute geht es mir um einen ganz eigenen Aspekt, um eine eigene Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte. Nicht das gesamte Kunstschaffen, sondern tatsächlich nur einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Geschichte, Sie können auch sagen eine Story. Sie sehen es vielleicht schon, hier unten liegt ein Album, das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, ganz kurz demonstrieren. Sie sehen dann auch gleich noch viele der Zeichnungen, die hier enthalten sind. Das ist ein Herzstück, ein Kernstück der Ausstellung, ein Album, das Albert Schöpfwinkel selbst im Jahre 1889 für seine zweite Frau gestaltet hat, geschaffen hat und dort eine ganze Reihe von Zeichnungen eingeklebt hat, eingefügt hat, die eine Reise dokumentieren. Diese Reise, ich lege das mal wieder ab, weil es auch relativ schwer ist, diese Reise hat stattgefunden im Jahr 1875, also 14 Jahre bevor er dieses Album zusammengestellt hat, war Albert Schöpfwinkel gemeinsam mit dem Grafen zu Stolberg, mit dem Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode im Tessin, also in der Schweiz, unterwegs. Und diese Reise hat ungefähr 4 Monate gedauert, von Januar bis April 1875. Und Schöpfwinkel hat in dieser Zeit Zeichnungen angefertigt, also offensichtlich während der Reise gezeichnet, Federzeichnungen, teilweise auch laviert mit Tusche. Und diese Zeichnungen gehören zum schönsten und hochwertigsten, was wir überhaupt von Schöpfwinkel haben, neben den Ölgemälden, die hier auch im Zentrum dann der Ausstellung stehen werden. Und mit diesen Zeichnungen hat er verschiedene Motive festgehalten, die er auf dieser Reise gesehen hat, alle in Lugano, um Lugano herum, am Luganer See, also im Tessin. Dort war der Aufenthaltsort des Grafen, also seines Dienstherrn, mit dem er ja gemeinsam unterwegs war. Und er hat dort in der Landschaft wunderschöne Zeichnungen angefertigt, von den Bergen, vom See, auch vom Leben und Treiben der Einwohner, der Menschen in Lugano und Umgebung. Also es kommt auch viel Lokalkolorit dort zum Tragen. Man sieht, was auf den Marktplätzen stattgefunden hat, wie am See das Leben sich so dargestellt hat. Und dadurch wird das Ganze sehr lebendig und obwohl es natürlich Zeichnungen sind mit Feder, also nicht mehrfarbig, es wirkt dann wird dadurch sehr anschaulich und auch sehr farbenfroh in der gesamten Gestaltung. Ja, was möchte ich Ihnen hier noch zeigen? In erster Linie einige Beispiele. Das Interessante an der Reise ist, dass Schöpfwinkel nicht nur gezeichnet hat, sondern dass er auch eine Reisebeschreibung angefertigt hat. Es gibt also eine mehrseitige Handschrift, bisher noch nicht veröffentlicht, also es ist ein ganz neues Material, eine originale Handschrift, die wir jetzt übersetzt haben, transkribiert haben, und dort beschreibt er die Situation, was er dort gesehen hat und vor allem auch, was er gezeichnet hat. Diese Texte, diese Reisebeschreibung bezieht sich direkt auf die einzelnen Zeichnungen, ist also direkt zu Blatt 1, zu Blatt 2, er hat das alles wunderbar durchnummeriert, zugeordnet, sodass man genau verfolgen kann, was ist da eigentlich zu sehen, welche Landschaft, was sind dort für Personen und was spielt sich dort ab. Also eine ganz spannende Geschichte, eine Mappe mit Zeichnungen, ein Konvolut, also eine Sammlung von Texten, von Handschriften, die aufeinander Bezug nehmen. Und aus diesem Text möchten wir Ihnen jetzt noch einige Zitate vorlesen. Und Sie sehen dann dabei die Zeichnungen, die Albert Schöpfwinkel selbst angefertigt hat. Zu Blatt 8 der Federzeichnungen. Das Leben und Treiben Luganos teilt sich im Wesentlichen zwischen der Hauptstraße mit ihren Lauben- und Bogengängen und dem Strand des Sees. Wie dort Handel und Wandel vorherrscht, so hier der Verkehr der Fremden und Ausfuhr und Einfuhr, vornehmlich letztere. Ein fast ununterbrochener Wechsel von ankommenden und abfahrenden Booten herrscht hier.
Von allen Ufern des Sees, nach Ost, Süd und West, werden die Erzeugnisse derselben vermittels der langschnäbeligen Fahrzeuge herangebracht, die mit breiten Reifenbogen überspannt und gegen Sonne und Regen durch Segeltuch geschützt sind. Vornehmlich sind es Bausteine, Wein und Cerealien, welche die gebräunten Schiffer mit hohen, breitkrempigen, schwarzen Hüten über die schimmernde, spiegelglatte Flut herbeiführen. Und besonders herrscht an den Markttagen, dienstags und freitags, ein reges Leben auf dem See. Wenn auch von bunten Gestalten und Trachten, von welchen die Reisehandbücher fabeln, wenig oder nichts unter ihnen zu sehen ist, so nimmt doch dies Treiben zu Wasser und zu Land an solchen Tagen unsere ganze Anteilnahme in Anspruch. Der Verkehr in den engen Straßen ist dann so stark, dass man sich oft nur mit Mühe durchzuwinden vermag. Ist dann der Handel des Tages abgemacht, so zieht eins nach dem anderen dem Strand wieder zu und wartet dort im Boot die Verwandten und Befreundeten ab, die mit ihm gekommen sind. Sind sie endlich alle beisammen, so verteilen sich die Männer und Frauen, welche nicht rudern, auf die beiden Vorder- und Hinterspitzen des Kahns, während die rudernden Männer, auch wohl Frauen, die mittleren Plätze einnehmen und nun taktmäßig die Ruder einfallen lassen. Heller Gesang schallt weithin von der Fläche zum Land hinüber, und dies dauert bis in den milden Abend hinein. Weit, weit im bläulichen Duft verschwindet das letzte Schiffchen, und der letzte Gesang hallt nur leise noch und abgebrochen zu uns herüber. Zu Blatt 10 der Federzeichnungen. In dem Tal des Casarete, des von Norden aus dem Hochgebirge zum See herabströmenden Flüsschens, reiht sich ein anmutiges Dörflein ans andere. Hell schimmern sie aus dem saftig grünen Gelände hervor und geben der Landschaft das freundlichste, lieblichste Bild. Man kann wohl sagen, so viele Häuser und Hütten, so viele Bauarten und Verschiedenheiten. Nichts Einförmiges und Gleichmäßiges. Ein jeder hat nach augenblicklichem Bedürfnis und Laune bald luftig hoch, bald niedrig und sein und seiner Tiere Obdach gebaut, ohne gerade die Gesetze der Statik dabei überall berücksichtigt zu haben. So kommt denn auch nicht selten vor, dass solch ein Heim nach kurzer Zeit gar bedenkliche Neigungen nach innen und außen erhält und endlich gar verlassen werden muss. Da steht dann solch eine Ruine mitten im Dörflein und vermehrt die Fülle der malerischen Einzelheiten, die dem Wanderer und Künstler in jedem entgegentreten. Der Efeu und andere Schlingpflanzen überziehen gar bald jedes Plätzchen, jeden Stein in südlicher Üppigkeit, und Blumen sprossen allüberall aus den verfallenden Mauern hervor. Und mitten aus dem Grün und Blühen steckt wohl hier und da ein schwarzlockig Kinderköpfchen sich schelmisch heraus. Die Kleinen haben sich den verlassenen Ort zu ihrem Spielplatz erwählt, und welche Nahrung mag die jugendliche Fantasie in diesen Räumen unter Blüten und Duft und tiefblauem Himmel empfangen? Zu Blatt 17 der Federzeichnungen. Eine Besteigung des Monte Bré, ungefähr 930 Meter hoch, hatte in uns drei Genossen das Bedürfnis einer Erfrischung hervorgerufen. Eine Bude oder Wirtshaus, wie sie daheim fast auf jedem bedeutenden Berggipfel zur Bequemlichkeit der Besteiger aufgeschlagen sich findet, gibt's dort nicht. Wir waren deshalb genötigt, 500 Fuß etwa tiefer zu dem ärmlichen Dörflein Bré hinabzusteigen und dort die Dorfosteria aufzusuchen. Fast wollte es uns bei all unserem Fragen scheinen, als ob auch der Begriff Osteria in diesem einsam gelegenen Dörfchen ein Fremder sei, bis wir endlich doch in ein Haus geführt wurden, wo wir für Geld und gute Worte zwar keinen Wein, aber Milch und Brot erhielten. Erstere wurde in unserer Gegenwart von einer Kuh in einem ganz finsteren Loch, einer Art Keller, gemolken und in demselben Gefäß uns vorgesetzt. Große Schalen von Ton und Porzellan, die gleichfalls vor unseren Augen in einem Fass, in welchem eine Art Spüllicht sich befand, von gröbstem Schmutz, zuletzt mittels der unsauberen Hand einer der Wirtinnen, gereinigt wurden,
dienten als Trinkgefäße. Eine Katze und ein Schweinchen leisteten uns vergnügliche Gesellschaft in dem von Rauch erfüllten und ganz angeschwärzten Raum. Hatte der Letztere doch keinen anderen Ausweg als nur aus dem kleinen, mit Papier statt Glas versehenen Fenster.